Oh. Wahnsinn. Ja. Warum noch? Weiter spielen wir. Meister? Hm? Weiter. Ja, weiter. Genau, ja. Bist doch schön. Immerhin, der Kelvin kann jetzt auch Fisch fangen und aufhängen. Den habe ich schon bei mir auf den Film geschlagen. Kelvin. Ich bin gerade dabei, eine Holzlager-Fangstation aufzubauen. Was an dem gespannt. Na, es geht ja, du musst unten bloß die Dinger sammeln, hier die WC bauen zum Holz sammeln. Und dann das Seil dort enden. Naja, ja, nee, ich hab da so ein, so eine Vorlage gefunden. Und da auch hier hat, habe ich sie so weit nachgebaut. Der Knackpunkt ist bloß, du musst alles vorbauen und dann musst du die mit der Axt die, ich sag mal, die Decke, Löcher rein, reinhauen. Auf jede Seite, auf jede Reihe 6 Stück. Durch die Wand. Müssen da drin sein, dass du nach von unten rankommst. Und ja. Das ist ein bisschen schwierig. Na, ich habe das gesehen mit den Dingen für die Baumstämme lagern. Kann sein, das was ich meine. Kann sein. Ja, auf jeden Fall ist es gut interessant. Deine neue. Morgen ist Freitag. Ja, was hab's doch denn? Oh, es geht los. Ja, bei dir, bei mir noch nicht. Bisschen Tricks. Hey. Ist schon was bei dir? Ich bin schon im Spiel. Ich bin immer noch hier. Wollen wir einladen? Dauert noch ein Stück. Ah, jetzt habe ich. Ja, das muss ich jetzt hier sehen. Was? Jetzt ist er da. Dann mach doch hier ein Stück. Frage nächste Frage. Och. Warte. 1, 2, 3, 4 Mann sind schon da. Siehst du. Wir waren jetzt lange nicht da gewesen, dann haben die uns vermisst. Die wollten uns mal besuchen kommen. Unsere guten Freunde. Oh, nee. Da wollte heute drüber hüpfen. Ja, die Kannibalen. Die Kannibalen. Achso. Kommt aber auch nicht. Oh ja, doch, okay, hab mich gehört.
Der Woche tut. Oh, der arme Junge. Dem war das echt zu kalt. Richtig. Noch gar kein Pfeil im Bogen. Wie immer noch nicht. Man, hat man keinen gehabt? Pfeil im Bogen? Weiß ich nicht, der Meier schon was gebaut hat. Oder ob es irgendwo dran gescheitert wird. Ach ne, doch hier Bogen. Ne, fehlt. Boah, das war doch eigentlich nicht viel, das waren doch zwei Stöcke oder so. Irgendwie ja. Boah, ich wollte gerade sagen, hallo? Mich jetzt erstmal hier ein bisschen. Okay. Handgefertigter Speer. Ach ne, wir haben schon Pfeil im Bogen. Okay. Halt. Ah doch, einen Bogen haben wir ja. Gut. Hey Kevin. Tag. Was ist denn da? Kramst rum, ja. Wieder aus vom Weiten. Ich hab mich mit unserer. Ich hab geguckt, was unsere Freunde oder so. Okay. Der eine hockt da im Gras. Sehr interessant. Achso, ich sollte meinen Bogen dann vielleicht auch mal auf. Och, wo rennt er denn hin? So schnell kannst du gar nicht laufen. Ja, aber. Okay. Der humpelt ja. Ne, da ist gegen unsere Stacheln gerannt. Ich will eine Moorleiden erlösen. Ja, bitte mal den guten Herrn. Knochen haben wir auch keine mehr. Hey, lauf nicht weg. Komm her. Bitte lauf weg. Tschüss. Ja, wir brauchen aber Knochen. Also wir wollten bauen einen Holzschlitten. Ja, wir müssen einen Holzschlitten bauen. Dringend. Haben wir noch Besuch da? Ja, hier. Welches Modell ist das bessere? Das mit dem Licht. Ist das bessere Modell. Also wäre so mein Vorschlag. Bauen wir auch Baumstämme, das weißt du. Ja, warte, ist doch kein Problem. Dann besorge ich welche. An Bäume soll es ja noch nicht scheitern. Naja doch, es scheitert an Bäume. Wer rennt? Brennt, habe ich gesagt. Brenner. Wo ist der jetzt? Kevin. Keine Ahnung.
Der kann Fisch holen. Der ist ja voll unser Lager. Achso. Bau. Dann bau mal los, Kelvin. Ist auch nett, dass er schon mich entgegenkommt. So. Naja, ich brenne. Brennst du denn schon wieder? Ich hab da auch schon gemacht, bin da ganz unschuldig gewesen. So, das Holz sollte eigentlich jetzt reichen für den. Hier liegt da einer. Tut mir leid, wir haben noch keine Sachen für dich. Stecker haben wir noch nicht. Nee, ich hab zumindest. Ich hab auch keine mehr, oder? Hab ich noch? Ein paar habe ich noch. Unser Stocklager ist ja scheinbar sehr. Los. Weil doch ein paar Stecker haben wir im Lager. Okay. Ob schon Lager sieht auch leer aus. Ich geh mein Bein noch ein paar Stecker holen. Hast du Stoff? Stoff? Warte. Nö. Warte, ich gehe mal schnell Stoff holen. Wenn ich habe welchen finde. Ja, Wasserfall. Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann müssen wir doch hier vorne mal. Ach nee, wir haben ja keine Schippe. Den Bunker freiräumen. Ist nicht Stoff gewesen, wo da einer runtergeplumpst ist? Das sollte eigentlich, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Muss man halt mal kurz dorthin gehen. Warte, ich komme gleich. Da kann der Kelvin der Wels unser Stocklager füllen. Mhm. Was eigentlich eingeschaltet? Bäume wachsen? Müsste eigentlich. Guck mal, du bist ja der Admin. Eigentlich ansehen. So. Okay. Na dann, let's go. Ich muss auch noch einen Schluck trinken. So, trinken ist gut. Jetzt die Deichwasser. Und sonst müssen wir nämlich mal zu die gehen, die das Dorf dort haben. Ja. Na unten hier am Deich, da ist auch nochmal ein Dorf. Aber hier oben hängt doch da einer. Ja, da hängt der eine. Da. Und hier können wir ja noch auch nochmal ein bisschen looten. Ich werde die auch nochmal auf. Hier ist der Kochtopf. Ach, der ist ja genial, der Kochtopf. Da ist neu. Ja, der ist neu, haben sie ja gesagt. Der Kochtopf ist neu. Aber kein Stoff. Nee, Stoff ist ja nicht. Nee. Aber gut, aber Pillen und Munition. Wir haben da mal was zum Schießen. Nee, noch nicht. Aber trotzdem kann doch hier ein bisschen Sprengstoff mal einsammeln. Oh, nee, voll. Lass uns mal weiterreisen. Ja, machen wir. Genuss. Können wir machen.
Da eine hing ja eigentlich hier, auf Vorsicht. Rum. Hier, wir haben Besuch. Hier so ein kleiner Waldkriecher. Wir lassen doch. Warte. Oder haben wir den schon abgenommen? Weil den zeigt es mir gar nochmal an. Ne, den haben wir abgenommen. Weil darum haben wir ja dann im den einen Trigger. Nee. Oh, nee. Doch. Guck mal. Bei mir zeigt es den nämlich nicht an. Da müsste er hier oben hängen. Ja, ja, der war da oben. Ja, ja. Nee, dann haben wir den. Hm. Weil da gibt es ja auch keinen Stoff mehr. Müssen wir uns eine neue Stelle suchen. Ich habe da schon noch eine Idee, wo welche ist. Na denn los? Ob dir die Idee gefällt? Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Habe ich echt eine moderne Axt ausgestattet? Ja. Gut. Das Stoff war ja, wenn du hier gerade durch den Wald, guck, so gerade hier rüber. Ja, ja. Fix durch bei den paar Kannibalen. Das sind Höhleneingang sehen. Ah ne, ist unser Haus. Täuschen. Ja, Fertigteil ist dauert man weh. Das dauert. Eine Baustelle. Das war hier irgendwo. War so ein Kannibalendorf. Ja, 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 das ist richtig. Bambi. Noch könnt ihr vorbringen. Noch können sie hin. Aber irgendwann, so. Irgendwann kommt der Dach X. Da können sie nicht mehr wegrennen. Da ist es doch. Sind sie schon zu Hause? Ja. Weiß ich nicht. Wollen wir mal anklopfen? Hatte ich nicht einmal geredet? Ja. Tag. Tag. Gehen wir zu Hause? Nö. Doch, hier. Aue. Sorry, wenn ich die Wege dann habe. Oh, Stoff. Oh. Seil habe ich, oh. Aber Stoff ist... Hier. Bleibst du hier? Wissen Sie nicht? Ne, der kommt gerade in, hat getrauert. Oh, der Arme. Oder die Arme. Die Box. Noch nach Stoff. Stoff ist immer gut. Ich nehme noch Stoff. Also ich habe jetzt genug Stoff für unseren Holzschnitten. Hier an dem Auto ist Stoff. Ja, habe ich. Das gewesen. Hab ich. Hier vorne in der einen Kiste. Hier. Als noch Stoff. Hier lag noch Stoff. Das reicht ja auch schon für unseren. Also Seile haben wir jetzt auch erstmal hier noch. Oh, ich habe Aloe Vera zerhackt. Oh, Vorsicht, da kommt jemand. Da ist es. Oh. Und hier nehmen wir den ganzen Aloe Vera mit, Walter. Ja, hab ich. Gut, dann. Ab nach Hause. Zum Vorsicht, da hat einer. Wir lassen es doch. Sag mal, bist du mein Freund ja wohl nicht? Oh Gott. Gibt's denn sowas hier? Vorsicht! Warte. Oh, die Madame. Die wollte heulen. Ah. So. Das Telefon. Man sollte von Anfang an eine Pille nehmen. Ja. Ich würde dann noch ein paar Sticks mitnehmen. Wenn wir immer hier schon mal im Wald rumkrauchen. Nur Kelvin wird da als Loch gefüllt haben. Nein, in der kurzen Zeit bestimmt. Denke ich mal. Wenn er nicht angegriffen wird. Jo. Und mal schauen. Oh. Regen? Oh, Regen ist. Schild. Wir müssten einmal Schildkröten suchen bei Gelegenheit. Ja, dann müssten wir mal in das eine Dorf gehen.
am Strand. Da stehen die Großen. Hi, Bambi. Du kannst dich mal stecken. Trocken. Naja. Och, Kelvin hat Besuch. Besuch? Kannibalen? Mhm. Fertig. Na, siehst du. Ja, der kommt in der Werkstatt. Platz. Na, im Wald. Da wird noch Stecke sammeln. Ach, nur schon gewusst, dass der Adler hier den Fisch klaut. Hm. Wenn du den im Feuer legst. Och, jetzt bist du gegen die Stacheln gehüpft. Mann, Mann, Mann. Erlös ihn. Hab ich. Stelle ich mich kurz hier hin unter. Und dann müssen wir halt ein paar Schildkröten holen. Ja. Aber haben wir doch gut gemacht. Ja. Ach, wird das schon fertig hier mit unserem Säuschen? Okay, zu. Stecker. Ja. Wir machen mal erstmal zu, dass er nicht wieder fortrennen kann. Ja, würde ich auch sagen. So, dann gucken wir mal auf die Uhr. 16 Uhr, also jetzt Schildkröten suchen, wird sich wohl nicht lohnen. Nee, das glaube ich auch. Deine Stecker, nee, das ist. Pause machen. Na? Ja. Haben wir nicht viel Baumstämme? Ja, mal gucken, ob ich jetzt endlich mal. Das fertig bauen kann. Ja. Aber es sieht nicht so aus.
Weiß ich nicht. Holzmangel. Nee, Holz habe ich ja. Oh, ich krieg das ja nicht verbunden. Okay. Die Schräge. Orakel, guten Abend. Herzlich willkommen. So. Ich besorg mal ein bisschen Baumaterial. Für unseren neuen Schlitten. Na, nimm da Kelvin mit. Ach ne, du kannst da wieder keine Befehle geben. Warte. Wo ist er denn? Irgendwo da unten. Lass die Tür auf? Nee, ja wie du, falls unbegegnter Gast kommt. Da kommt doch. Da geht er wieder. Boah. Cool. Schon wenig. War ja nicht so. Helle. Tja, Orakel, wie geht's dir? Männerdach, gut. Mensch, siehst du? Ist ja noch Männerdach heute. Männerdach verbracht. Bärenhulder, ah. Was, Bärenhulder doch? Fischstöcke, Bärensteine, oh. Wie kann ich denn anweisen, dass er die Stämme in den Ding nicht packt? Da muss der, glaube ich, hier bei mir sein. Den kannst du das machen. Und sonst nicht. Habe ich mir nämlich auch schon. Bist du nämlich zu weit weg vom Fischlager, also wo du Fische fangen kannst? Macht er das nämlich auch nicht. Ich lasse ihn mal loslaufen, mal gucken, was er macht. Boah. Ja, mal los. Guck erst mal, warum das hier oben nicht funktioniert. Die neue Wagen schon genial. Eine sehr gute Hilfe. Vor allen Dingen, da passen auch mehr rein als auch bei den alten. Gibt ja, ich bin rumgefallen. Gibt es? Gibt ja mehrere Wegen. Ja. Aber ich glaube, wenn der Kelvin dir helfen soll, muss ich mal kurz zu dir kommen. Ja. Wir müssten mal neuen bauen, dass wir zwei haben. Kelvin einen will machen kann. Warte mal, ich werde mal neuen bauen. Telefonbuch? Ne, bauen soll er nicht. Cool. Schlitten füllen, da steht's. Genau. Ja, Stöcker sammeln. Erstmal Baumstämme brauchen wir. Die liegen da ja noch. Nur Stöcker, weil ich hab keine Stöcker mehr. Frage ist natürlich, wie wir das Dachproblem lösen, wenn wir es nicht, wenn ich es nicht hinkriege. Ja, das ist dann eine sehr gute Frage. Kann ich da gibt's einen Balkon. Alter, da werden wir schon irgendeine Lösung finden. Mal schon eine Lösung finden. Schon eine Lösung bin. Mir fehlt ein Schädel. Walter, ist den Schädel innen stecken? Ja, habe ich. Bitte schön.
Aber weißt du, was jetzt noch so geil wäre, wenn man so Stöcker damit reinmachen könnte? Mit den alten konntest du das. Das auch noch. Wo ist jetzt der Kelvin hin? Ich will es gar nicht. Ich weiß es nicht. Weil da morgen hier sieht voll aus. Ja, den habe ich ja schon gefüllt. Den nehme ich mal mit. Ja. Okay, doch sehr langsam. Ja. Da fehlt der Schnee. So, ja, ist möglich. Durch. Ich hoffe, da passt durch die Tür nicht, dass ich jetzt noch unsere Mauer ist noch nach oben will. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Oh, Kreuz zu. Erstmal über die Bank formen. Sein. So, irgendwann müssen wir hier auch weiter, weil das wird sehr eng. Machen. Ich habe jetzt auch einen gesehen, der hat sich da unten am See Base gebaut. Ich habe jetzt bei mir mal was getestet. Ja. Ich habe meine Terrasse, meine Außenterrasse über die Mauer gezogen. Es ging. Ein Vorspiel. Gibt es kein Vorspiel? Ich weiß zwar nicht, was Kelvin macht, aber er macht sicherlich nicht das, was er soll. Nö, der steht nur rum. Kann man nicht anders. Alles gut. Schön wäre es, wenn er noch den Schlitten nach Hause fahren würde, Kelvin. Das kommt bestimmt noch. Hier. Ach, das ist ja gegönnt sein, ja. Ja. Die Uhr, du musst auf der Handigung. Weil der Pass war so größer machen, wie schon gesagt. Zumindest eine. Ich komme nicht rum. Was sollte eigentlich bei Schlafenszeit sein? Ja. Doch Tür zu hier. Nachtruhe. Ja, können wir. War ich Hund und Schlau. Ja, unseren alten Spielstand habe ich gleich gelöscht. Ja, klar. Gut, ob das jetzt besser ist, weiß ich zwar noch. 6 Uhr für, ist eine gute Zeit für eine Wanderung, aber erst muss ich was essen. Naja.
Den könnte man holen. Ja, zum Strand. Ah. Schildkröte. Dann lernt noch Schildkröte. Pille, ne? Vielleicht kommen wir gleich an der Höhle vorbei, wo. Ja, wo, was? Wo der 3D-Drucker ist. Ja, ja. Wegen der Wasserflasche. Ja. Also will ich mir kümmern. Was ist denn los? Ja, mach die Funzel aus. Die Tür zu machen, Gelbe drin lassen. Gelbe, wie du schützt das. Ja. Oh. Wir können ja gleich eigentlich auch gerade runter. Ja. Achso, da hinten brauchen wir eine Schaufel. Richtig, die haben wir noch nicht. Wir haben noch gar nicht, wir haben dann meine Pistole. Weil wir die ganze Zeit auf ihn gewartet haben. Korrekt. Ich komme. Huch? Nö. Das können wir die Pistole ja holen. Wenn wir eben unten am Strand rumtun. Ja. Hallo Jungs. Ja, ja, hier ist ein Dörfchen. Da haben sie ein Zuhause. Oh. Gut, die haben die Geldbeutel verloren. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja. Bin ich voll. Nicht noch ein Kopfschädel? Ja, haben wir. Oh, Münzen. Aktiv. Jo. Ja, ja. Mit Uhren, aber mit alles einkaufen. Okay. Fertig? Hm. Wo bist du da? In der Richtung Strand. Ja. Ach, da ist ja eine Höhle am Strand. Ja, da kriegst du doch die Taucherausrüstung und den Elektrofocker. Vorne ist die Hubschrauberabsturzstelle. Genau. Das geht jetzt nicht auch noch, wir müssen ja mal was erkunden. Ja. Wo ist denn die Baum? Dürfen wir denn in die Höhle reinsturmen, wo wir sprengen müssen? Dann. Nee, 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 da. Ja, noch nicht so gut. Sollen wir erstmal Panzerschildkröte? Das mit den Fallen, das sieht ja interessant aus mit den Schildkröten. Habe ich mal ein Video geguckt. Hm, habe ich auch, habe ich auch. Wo er noch Experimente gemacht hat, was mit ihm passiert. Mhm. Liegt das schon. Fliegt man schön hoch. So, wo wollen wir zuerst? Jetzt sollen wir gehen auch mal kurz in die Höhle gucken. Was schalten kann, sondern vielleicht finden wir noch ein bisschen Stoff. Ja. Oh. Was denn? Warte mal. Meine Einrastfunktion von der Tastatur hat sich gerade gemeldet.
Ich weiß ja nicht, ob es Apps dann an der Absturzstelle noch was zu holen gibt. Genau. Das werden wir gleich sehen. War hier Elektroschocker. Wir gehen einfach nicht. Der Elektroschocker war vor der Höhle. Da war vor der Höhle. Der gelbe. Es gibt das, was du meinst, ist das Betäubungsgewehr. Nee, nee. So dunkel hier. Humpeln. Hier hast du einen Laptop. Ich habe erstmal was aktiviert. Hätte ich eine Notiz? Die habe ich schon in der Hand die ganze Zeit. Die lässt er ja nicht mal los. Was soll der Laptop bewirken? Na, dann tust du irgendwas mit freischalten, nächsten Bunker oder so. So genau. Ja. Bin bei dir. Ne, ich hab keine. Okay, ne. Mag das bloß nicht, weil es so dunkel ist. Jetzt sehe ich ja noch nicht, was uns hier irgendwie Leute töten wollen. Das kommt gleich. Wenn das die Höhle ist, wo ich denke, brauchen wir eh nicht groß weitergehen. Hab's. Ja. Also die Höhle nützt uns jetzt noch gar nicht. Ja, na dann. Gehen wir wieder zurück. Dann lass uns erstmal Waffen holen. Wenigstens die eine kleine. Weil hier ist immer durchgerannt, ganz schnell, um bis zum Ende zu kommen. Aha, nee. Das ist nicht Sinn und Sekt, unsere Sache. Richtig? Richtig. Erstmal brauchen wir die Trinkflasche und das Ganze. Richtig. Die Orden. Ich glaube, da braucht man Spaten. Nee. Nee? Der Trink der Drucker war in der normalen Höhle. Stimmt. Ja, es war irgendein Flusslauf. War Licht. Ich? So. Ja. Ein, weg. Mach das. Hier war doch unsere Abschussstelle. Hier gibt's Pillen und Klebeband. Munition. Druckerfarbe? Druckerfarbe bin ich jetzt voll. Bin ich auch voll? Viel mehr gab's ja hier nicht. Hier vorne hängen die zwei. Ja. Ja. So, welche Richtung müssen wir denn jetzt sind wir hier? Warte. Wo bist du denn? Bisschen, hier lang. Wir müssen hier hinten lang. Ja. Warte mal kurz, wo ist der Punkt mit der Pistole? War das ein Schlauchboot? Wir gehen auch schon mal hier hin und dann sehen wir weiter. Jetzt könnt ihr aber hier vorne sehen. Der lilane Punkt, der auf dem Meer ist. Da ist das. Da müsst ihr vorne sehen, ne? Ja. Sollte da also, rein. Gehen wir auch schon eine Pistole, vielleicht finden wir unter Zeit auch noch Schildkröten. Ja, ja, möglich. Ja, es können ja nicht nur Schildkröten an dem Punkt sein, das geht ja gar nicht. Nee. So, kleiner Verstecker mitnehmen. Den können wir noch das Fernglas auch noch holen, wenn wir jetzt hier jemand am Strand. Wenn du weißt, wo es ist, dann kannst du es holen. Ja, ich bin's gut. Was hast du schon mal gesagt, haben wir uns verleiben? Nein, nein. Ja.
Ich war schon auf die Yacht. Die sehen ja richtig geil aus. Ach, guck. Was haben wir denn hier? Ja. Nein. Wow. Stopp. Ist da einer? Nee. Jo, ist noch einer. Sei er gelegt? Kannst. Oh, jetzt. Vergiss das Fleisch nicht. Nee, nee. Willkommen. Stopp. Dorf ist noch gut. Das sind Kreuze. Das Kreuz. So. So, dann können wir mal später mal hin. Wir haben aber keine Schaufel. Nee. Sicher, dass wir richtig zu dem Punkt laufen? Eigentlich ja. Schon. Ja. Sind sicher. Das ist zwar ein kleiner Strandspaziergang, aber sind wir mit den Elektroroller da gefahren? Nee. Ich einmal. Der hat auch noch die Speed, meine Herren. Das ist ein lilaner Punkt mitten im Wald. Ja, da kommen wir noch nicht ran. Der ist, da ist die Schrotflinte. Keine Ausdauer mehr. Mhm. Hab ich auch nicht. Ich habe gedacht, dass die Insel so groß ist. Oh, so, Klamotten. Ja, hier liegen auch Klamotten. Fernglas. Ja, das ist der Fernglas, das was ich meinte. Riegel. Hier ist noch ein Boot. Pisten. Voll. Bin ich auch voll mit Essen. Nette. Dann lass uns mal weitergehen. Schön am Strand entlang. Lass uns schwimmen gehen. Ja, noch nicht. Das sind wir noch nicht. Mich mal noch interessieren würde, wenn es regnet, wenn man die Wassertränke, also Hochschildkröte. Du kriegst bis im Panzer fort. Habe ich auch schon mitgekriegt. Aus dem Privaten. Ob das denn auch wieder voll wird, wenn es regnet.
im ersten Teil. Was die ja, waren sie. Okay. War weit. Ja, die ist wirklich weit. Ausdauer. Ausdauer 0,0. So weit durften wir jetzt gar nicht wechseln. Ich glaube, wenn man von dort aus den Bachlauf hoch ist, da kommen wir bei der Höhle vorbei mit dem Drucker. Ja, dann machen wir das. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, das war so. Das werden wir denn sehen. Weil da war nämlich so ganz der noch Flusslauf. Außer der Hai frisst uns. Dann? Oh, Haifutter. Mal wieder die Ausdauer weg. Siehst du den grünen Punkt auf der Karte? Mhm. Der war vorher nämlich nicht. Die nasse freigeschaltet durch den Laptop. Welchen grünen Punkt? Handy, siehst du doch einen grünen Punkt. Nö, ich sehe keinen grünen Punkt. Also, wieso sehe ich einen grünen Punkt? Weil du den Laptop vor mir eingeschaltet hast, bestimmt. Ach so, ja. Aber... ich weiß das nicht. Ein schöner Fußmarsch war. Find ich. Ja, der lila eine Punkt ist aber schön im Meer. Also ist es nicht mehr weit. Nee. Da geht aus dem Meer. Ich hab kein Ausdauer mehr. Ach ja. Oh, Riegel. Ein bisschen schneller. Ich hab einen Energy drin getrunken vorhin. Ist er doch. Ja, ja, aber ich schwimme bestimmt nicht von hier dort rüber. Nee, ich auch nicht. Definitiv nicht. Da ist er. Weil ich lasse mich nämlich ungern von dem Hai auffressen. Ja, klar, wäre ein bisschen schlecht.
Ja. Kannst du Stecke sammeln? Selber aber schwimmen jetzt von hier los. Ja. Aber erst Ausdauer voll machen, voll werden lassen. Ja. Mehr gab's ja nicht, oder? Ja. Weil je weiter wir hier rüber machen, je weiter weg ist es wieder. Ja. Na dann. Ja. Sehr gut. Ich schwimme. Bin ich verbannt? Ich hasse, ich will in dem Meer hier nicht unbedingt baden. Weil ich ja weiß, was hier rumschwimmt. Wenn wir auf der Insel sind, koche ich mal schon einen Kaffee. Ja. Wenn ich sie denn noch sehen würde. Ich biete mal auf den Balkon. Jetzt habe ich noch nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Oh. Oh. Drinnen. Los. Ein GPS-Sender habe ich. Habe ich auch. Den brauchst du jetzt auch nicht mehr verschenken. Nee. Weil die wird jetzt nämlich auf der Karte angezeigt. Warte mal. Riechen wir auf der 1 bin ich die. Das noch der 1. Auf der 1 habe ich die Axt. Ich habe meine Pistole auf der 6 gemacht. Die kleine Axt war hast du. Hm. Was? Die haben gepatcht. Oh, ja, weil der Hai ja, nicht mal einfach stirbt. Da ist gerade bei mir hier vorbeigeschoben. Ich habe 3-mal getroffen und da ist weitergeschoben. Aber ich wollte auch schon mal Kaffee gucken. Genau. Und ich heute kann nichts passieren. Also ja. Wo soll denn hin? Oh. Naja gut. Auch schon mal Kaffee. So ist das. Schön auf dem Meer, auf der Insel. Wie?
So. Bin gleich da. Hm? Jo, wie auch da. So. Wie sind wir? Da schwimmt doch neu rum. Da hinten ist er. Da hinten war gerade die Flosse. Siehst du? Wenn er hier durchgeschwommen ist, dann könnte man es versuchen. Ja. So. Weil tot kriegen wir nicht, aber ich denke, da liegt ja noch einer. Der ist tot. Da liegt einer. Hä? Warte mal, ich nehme erstmal eine Pille. Töter gibt's nicht, Walter. Ja. Aber wenn der dort liegt, was ist dann vorhin hier vorne lang geschwommen? Insel. Ich ertrinke. Du hast jetzt einen grünen Punkt. Wo grüne Punkte? Ja. Wenn du hier auf der Karte lang schwimmst, kommt bei dir immer ein grüner Punkt. Aha. Den Laptop musst du immer an in den Bunker. Dann musst du die Bunker nämlich freischalten. Oh, siehst du, haben wir es doch gut geschafft. So, jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Überlegen mal, in welche Richtung wir müssten. Dort. Ich hab schon recht. Hä? Wo der grüne Punkt ist. Ja. Hoffe ich. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Munition. Geld. Was zu essen? Das war ich mal gleich mal. Ob man könnt. Glühbirne. Hast du jetzt die Glühbirne gefunden? Ich hab eine Glühbirne drin. Die habe ich bestimmt aufgehoben und hab's gar nicht mitgekriegt. Ah, drin? Unten. Oh. Eine Handgranate. Hier liegen Muscheln. Kannst du dich auch mit eindecken. Die werden ja nicht schlecht. Sind wir sicher, dass die nicht schlecht werden? Willst du wirklich eine ungekühlte Auster essen? Hm. Da
Ja, mach ich mal beim nächsten Update. Ich hoffe ja mal, dass wir noch ein paar ordentliche Blaupausen hinzufügen. Da oben ist ein Höhleneingang. Mhm. Wir waren jetzt zu gucken wegen dem Drucker und da werden wir da oben gleich mal den Höhleneingang ansteuern. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nur Pilze. Shiitake. Und dann fliegt der Topf wieder fort. Kundschaft, oder? Und deine Freundin ist da. So. Nanu. Oh, bist du ein Klebeband? Eine Solarzelle habe ich gefunden. Jo, geil. Ich hoffe, ich habe mich nicht gedurcht, aber eigentlich müsste man schon beim 3D-Drucker in der Ecke rumgucken. Wie war es denn heute bei dir? Ruhig. Warm. Also ich weiß nicht, ob du 10 Grad warm hältst, oder? Ich war an Idee. Wir hatten 21. Ja. Ja, ich hatte recht. Oh ja, ja, ja. Rein hier. Schnier. Weg. Hier ist ja keiner, der sich da uns was Böses will. Und Pfeile. Tu das Buch weg. Jetzt lesen. Ja, aber ich müsste ja auch schon irgendwie mal was zu machen, das Buch wieder aus sein. Wir sind noch zwei Glühbirnen. Ich speichere mal sicherheitshalber. Nicht, dass uns was verloren geht. Jetzt. Oh, Handy hatte das. Kann. Nur meine Flasche kommt. Mach erstmal du, dann. Pfeile brauche ich mal jetzt nicht unbedingt. Nee, die Wasserflasche ist das. Die Maske mache ich mir noch und den Schlitten will ich haben. Das mal ausprobiert mit den Schlücken. Hm. Ha? Das mal ausprobiert mit den Schlücken. Und? Nicht schlecht. Ja, jetzt mache ich noch eine Maske. Kannst du ja gleich nehmen. Was? Ich weiß nicht, ob ich die. Ich hab's.
Hegen findet man eigentlich genug. Ne? Meinen Schlitten. Und dann kannst du. Was ist für ein schweres Regal in der Uni? So, kannst. So. Ich fülle der Drucker vor wieder auf. Du hast noch einen Schlitten eingestellt. Batterie. Batterien sind immer gut. Aber wenn wir den abgenommen haben, müssten wir ja eigentlicherweise die Taschenlampe haben. Die haben auch noch die Taschenlampe. Was? War eigentlich nicht. Also beide nicht. Nö. Können wir uns doch machen. Warte mal, war hier nicht mal? Ja, hier hinten in dem Gang geht's lang. Stimmt. Gab es zumindest noch eine Uhr. Die sieht komisch aus. Ist nur clever. Und da. Kabel. Bei mir ganz hinten liegt noch kein Kabel. Bei der Leiter ungefähr. Ah, brauchen wir. Ich will mal gucken, wie viele Solarpaneele. 3. Wir haben nur etwas Dach drauf. Nee, das stimmt. Zur nächsten Höhle. So eine Höhle mag ich. Keine Gegenwehr. Deswegen ist ja die Höhle mit dem grünen Punkt markiert. Kleiner Mähne. Trinkflasche voll machen. Mit Sound jetzt. Das ist nicht gleich nicht ausdringen, das ist eine Flasche voll machen. Ich hab da was. Ich weiß nicht, was das für eine Höhle ist, also von dem her. Mit Gegenwehr auszurechnen. Halt. Eine Bäre. Waschbock legen. Wilderdbeeren.
Hallo Bambi, wir wollen immer noch nicht von euch. Ach, das ist die Höhle. Das könnte die Höhle mit einem Elektroschocker sein. Bruder, nee. Nee. Ja, nicht hier, guck mal her. Hier ist doch der, der Elektroschocker, der andere. Das ist der richtige Elektroschocker. Ah, und da gibt es ja noch einen Elektroschocker, die Pistole. Das ist kein Elektroschocker, das ist ein Betäubungsgerät. Und wir müssen jetzt trotzdem in die Höhle. Ja, genau. Mit Elektroschocker. Mit Elektroschocker. Hui, jappala. Oh, Solarpanel. Da ist ein Bild. Der Sound eben. Hier müssen wir auch schon mal eine kurze Essenspause machen. Ja. Oh. Weil Eis. Das Eis, oh. Und du und Elfner haben uns ja noch nicht geholt. Nee. Das wäre mal das nächste, was man machen könnte. Ob in Eiswelt. So, an das Kreuz liegen und haben wir das schon eingesammelt? Eigentlich nicht. Nee. Na, wir machen erstmal kurz hier ein Päuschen. Das gute Eis muss ja nicht schmelzen. Ja. Achtmal Stopp habe ich. Ne? Moment. 11 Uhr. 10. 5 Glühbirnen. Hab ich. Ja, offen. Kochtopf leer. Tja, man sieht, das könnte man ja auch noch machen mit dem Kochtopf. Testen, wie es funktioniert. Genau. Tag. Guck mal gerade aus. Aber Junge. Ist noch herstellen. Hm? Ja, unser Gegenwehr hier. Molotow kannst du herstellen. Hm, ich bin gerade dabei. Aber dann hast du schon Zaubern. Bombe brauchen wir noch nicht. Eine Knochen muss. Eine Tech-Rüstung. Da brauchst du wieder den Drucker. Ja, das muss man drucken. Ja, ja.
Das ist ganz schön viel für eine Bombe. Hm? Was suchst du denn? Bereit? Da ist noch. Hast du eine Fackel? Hast du Pfeile? Warte, Pfeile müsste ich aber. Ja, 11. Schade, dass man sich ja keine Brandpfeile mehr machen kann. Ja, das war da. Armbrustbolzen. Aber das ist schade. Ach, geht nicht. Abteile. Nee. Das ist schon echt gut verbessert irgendwie. Hier ist ein bisschen mehr. Was? Na, mit der Fackel. Sag mal. Nee, oh. Unten. Nee. Gott, bitte nicht anwerfen. Nee. Wärst du stehen geblieben, hätte ich dich ja getroffen, aber du kommst gerade wieder zurück. Aber ich bin gleich so weit. Also der Ubisoft Passport ist gefunden? Ja, habe ich gefunden. Wollen wir Samstag mal ansteuern?
Können wir machen, ja. Pfingsten bist du eh nicht da. Pfingsten Samstag da oder? Nee, da bin ich nicht. So. Da machen wir Käsekuchen. Weil wenn ich da nämlich anfange, meinen Umzug zu machen, war da nicht viel. Ja, nee. Ist das schon im Team? So, wir fangen an, sobald ich einen Termin habe. Und dann, ich muss ja auch noch alles ummelden, Internet, weißt du? Ja. Dauert ja auch alles. Musst du mir ja die Adresse schicken? Irgendwann. Von heute Morgen. Von heute Morgen. Weißt du? Das, was ich, geht auch sehr gut. Das, was ich für dich ausgesucht habe, womit ich lieber war. Ja, Jeder hat hier endlich wieder mal pünktlich zu deinem WhatsApp mal ein Paket runter. Nichts da. Ist ja gestresst dich noch nicht. Ja, mal nächsten Monat, ach, alle hin. Können wir jetzt dann? Oder machst du, lässt dein Kleid zu mir schicken? Zu die neue Adresse, mach ich das denn? Ja. Wo sind wir denn hier gelandet? Irgendwo, jetzt wo, ja, im Wasser. Hier sind Knochen, kannst du dir erstmal regeln? Ach, ich weiß, wo wir gelandet sind. Oh ja, das bin ich. Sorry, Schatz. Oh. War ein bisschen zu doll, ne? Ja. Hast du Knochen? Oh ja, immer her damit. Kann ich mal nämlich. Aber Vorsicht, hier sind nämlich welche. Da steht er nämlich, der Hund. Das sind drei. Ja, drei sind hier. Ich sind hier Knochen, ich sehe keine. Wo ich stehe? Ach doch, hier, ja. Doch. Ich hab sie gesehen. Ja. Hau mich nicht. Oh, du armer Junge. Du Lump. Warte, jetzt ist nicht das gut. Ich nicht. Hilfe. Vorsicht, hinter Haut. Haut. Ja. Oh, hier kommt der neue noch. Vorsicht. Gib mir deine Haut. Da hat er bestimmt Feige gehabt, Bald. Naja, von mir. Von dir. Ja, von dir, danke. Die Fälle möchte ich schon wieder haben. Ja. Und vergiss die Haut nicht. Da kommt noch einer gehüpft. Weg. Ja, ich seh's. Zu nicht. Na, dein Haut. Ja. Weggepackt. Da liegt einer, da liegt einer. Vier. Waren das nicht fünf? So. Wie viele Hautklappen habe ich denn jetzt? Zwei habe ich gerade mal. Boah. Vier. War ja mal die Fackel.
Abartig. Soll ich einen Zettel? Warte, warte, warte. Ich muss mal schnell hier noch ein bisschen. Ah, da ich doch hier. Ich stehe doch hier. Hier. Gut. Ich habe doch nur vorhin die Taschenlampe ausgerüstet. Du bist denn die in meiner. Hier der Hai drin oder nee? Nee. Die Höhle erinnere ich mich ja gar nicht so richtig. Hier das Kreuz? Nee. Jetzt ist die Frage, in die Richtung oder hinten in die Richtung? Pack jetzt mal den Zettel weg. Pack ja nicht das Kreuz, nee. Nee. Entweder dort, wo es Licht leuchtet, oder hier, wo es dunkel ist. Kannst du auch so. Wir machen beide Seiten, ey. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hallo? Hallo? Ich glaube, hier war aber die Sauerstoffflasche, oder? Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher. Sieht schlecht aus, warum rennt ihr alle mit den Augenschrauben rum? Das ist ja wohl nicht so. Warum die aber alle... Guck mal, der tut die... Ah! Ah, ich weiß wo wir sind. Nee. Guck mal da, es glibbelt, glibbelt. Also hier können wir noch nicht durch. Ja, nee. Komm. Was ist? Sonst tun wir uns den Mutanten auf den Hals setzen. Genau, und dann laufen die nachher nämlich noch draußen bei uns an der Base drin. Also gehen wir dort, wo das Licht leuchtet. Genau. Wir wollten eigentlich entspannt bauen und nicht nur kämpfen. Richtig, richtig. Hm. Guck mal. Hier, das habe ich nicht schlafen mit. Hier ist das Kreuz. Ach, ein Pille könnte ich eigentlich gleich mal nehmen. Hab ich noch einen? Nee. Was? Laptop? Also hier geht's glaube ich nicht weiter. Na dann verlassen wir diese Höhle, weil gegen die Gurken da hinten, die wegsprengen will ich jetzt noch nicht. Die Gurken? Hm? Wie du das brauchst ja auch noch, die Gurke. Ich meine, wir können sie ja wegsprengen und weitergehen, aber... Dann haben wir oben keine Ruhe mehr. Nee, lass uns erstmal noch ein bisschen unsere Base bauen. Guck mal, jetzt haben wir Salar, jetzt können wir noch ein bisschen mit Salar rumspielen. Das bei dir auch funktioniert. Was denn? Ja. Nicht, bei mir funktioniert das leider nicht mit deinem Kreuz. Bin ich. Wir kommen wieder, keine Angst. In den nächsten 2 Wochen. Genau. Machen wir mal was mit der Schule. Was machst du mit deinem Kreuz jetzt? Willst du gucken, ob die Anbieter, ja. So. Jetzt müssen wir irgendwie navigieren Richtung Haus. Naja, ist doch easy. Müsste so sein. Oh, Pilze. Pilze sind immer. Oh, die kann man essen. Nee, weil die gute Tante hat, die mit die 3 Beine hat, nämlich jetzt einmal endlich ein Zeichen gekriegt. Mhm. Brauchst du nicht mehr dein GPS-Signal verpassen. Hm. Oh, herrlicher Teich. Wow. Hinten ist noch ein Höhleneingang. Hm. Yippie, Wasserfall. Wasserfall hat mich mitgenommen. Ui, ich weiß nicht, angeblich soll das mit dem Kreuz funktionieren. Ich habe das noch nicht getestet. Müssen wir mal testen. Ist ja Kämmer. Kommt der Kämmer. Lass mich. Kriegen wir Fisch. Irgendwann genug. Jetzt aber deine Rufnummer mit rübernehmen in der neuen Wohnung. Welcher? Deine Festnetz. Ich hoffe es.
doch ein. Obwohl, wenn nett ist, wenn nett ist, ist alles so schön. Oh. Weil wenn ihr noch was will, ruft euch auf dem Handy an, wisst ihr doch. Richtig, richtig. Ja. Also, ah, nee, das war Gift. Was ist jetzt wohl gegessen? Pilz? Nee, das Rote da, was beeint. Eingesammelt, aber du hast gegessen, oder was? Ach, nee. Guck mal, ich kann mein Kreuz gleich ausprobieren. Los. Zack. Och, wo ist er denn? Da, hinterm Baum. Weil du schreit bei mir nicht. Die wollten mich hauen, da hat mein Kreuz nicht gefallen. Ja, ich hab das gesehen. Och. Ah, da ist er doof. Dürflein. Aber ich will ja zu der Hülle um. Was los? Auch euch. Wir haben jetzt eigentlich eine beschissene Stelle zum Bauen ausgesucht, was ist das? Ich weiß. Ich bin nämlich auch schon bei mir da, aber... Wo ist eigentlich eine schöne, perfekte Stelle? Viele Sachen am Strand. Das habe ich auch, aber am Strand, ja, ich weiß nicht. Am Strand musst du natürlich weitere Wege mit dem Holz machen. Richtig. Sicher, der Höhleneingang in meine Hand. Also damit habe ich nur keine Schmerzen. Da mache ich meine. Hier kriegen wir die Schleuder. Hier können wir schleudern. Zwille, die. Zwille. Zwille. Zwille, Mann. Sag mir nicht doch. Ah. Und Geld. Und Geld in die Hand. Geld kann man gut finden. Bin ich jetzt auch mit voll? Der geht vorbei. Ist ja noch hier. Ach, da war noch ein Brett im Weg. Da war noch ein Brett. Husch, hinein. Was? Dafür gab es ich glaube, das ist nicht viel. Nee, das ist die Höhle, wo man ja kommen nicht weiter. Da ja. Unten gibt es so eine Sauerstoffflasche. Nee, da fehlt uns was, um weiterzukommen. Genau. Eben mal Stoff. Der war ja auch nicht. Da fehlt uns die Pistole. Ja, das ist früher mit die Seilrutschen war schön. Ja. Hab ich? Achso, warte mal, ich will da mal hier kurz das. Die Zwille noch auf eine Taste legen. Und ein Elektroschocker. Den muss ich dann schon mal testen. Die nehme ich so. Du. Heimat. Heimat ist jetzt gleich hier oben. Hinter dem Felsen. Bären einsammeln, giftige. Ne? Oh. Das ist ein bisschen zu hoch. Das macht Aua. Oder? Nö. Da warte, möchte man auch noch Kamille einsammeln. Da habe ich jetzt verbindet. Das ist mir gerade erst aufgefallen.
Leck. Oh ja, leck. Gucken, ob der Kelvin noch lebt. Aber würde ich mal sagen. Hab wieder was gut geschafft. Wir haben die Pistole. Wir haben zwei Einkaufswagen. Taschen, nee. Elektroschocker, Zwille. Ah, Zwille. Will ich jetzt herumfallen? Eigentlich nicht. Ich gehe. Tschüss. Ich gehe also rum, ich habe Zeit. Ich will trinken. Oh, meine Freundin. Was hast du denn für mich einen Fisch? Ich muss dann natürlich Ruhe essen. Mhm. Herr Beuer den Schlitten nehmen kann. Hm. Wo liegt denn da? Hinten links. Ganz oben, wo die Maske ist, die rote. Ne, es sieht nicht so aus, als ob da Wasser funktionieren soll. Ne. Ist ja schade. Ah, ich wäre schon gewesen. Ja, der Wasserfall-Ding nur noch. Ja. Oh. Hui. Jetzt war okay. Ja, den Endbunker hier vorne, der jetzt hier gleich ist an der Höhle, den müssen wir freibuddeln. Da brauchen wir nicht warten. Wir haben aber nichts zum Pudding. Nee. Nichts zum Pudding. Lass uns rein. Guten Tag, Kelvin. Wir sind wieder zu Hause. So, meine Fläche öffnen. Hast du uns vermisst, Kelvin? Oh, wie viel Fleisch habe ich denn? 7 Mal. Oh, ich. Das passt gar nicht alles, ja? Nö. Warte mal hier. Ey, mal noch einen Fisch noch speisen. Drei Plätze frei. So. Also verhungern müssen wir nicht. Dafür ist gut. Aber wo stellen wir jetzt unsere Schildkrötenpanzer hin? Ich denke, die denken hier hinten bei der Blumenkästen. Na hier so, ja. Erstmal ein Bett bauen. Das Zelt hier verschwinden. Ist leer. Gar nicht. Hm? Der Buch ist leer, wenn du das genannt hast. Quatsch. So, warte, noch immer. Ich brauche noch ein paar Stecker. Guck bei mir, da siehst du, das Buch ist leer, wenn du reinguckst. Ich weiß. Ich habe ein paar in der Stecken. Eher noch fehlt natürlich. Kevin kann mal noch ein paar Stecker holen. So, auch fertig. Ja, das Feuer in der Luft. Hm? Ja, das Na, Feuer. Machst du weg.
Rupst er weg, brauchen wir so. Wo ist jetzt der Kelvin hin? Toll. Nein, Schatz. Fällt da jetzt Bäume? Keine Ahnung. Vor allem, wie ist er rausgekommen? Alter, Hausen, wie aus dem Baum gewachsen. Guck. Ist so gut. Jetzt war mal ein Baum. Kelvin hat gleich wieder kurz hier auf. Da hab ich nicht auch gesagt. Ich hab's nicht auch gesagt, dass wir Bäume sammeln. Ja. Hier, guck, hier siehst du das Feuer. Da kannst du es nicht wegmachen. Du müsstest es nicht. Nee, ne? Steck das an. Feuer in der Luft. So, ich will jetzt mal das Bett platzieren. Aber wo? Ja. Jetzt werde ich mal ein paar Baumstämme wieder hochholen. Hui, tschick. Alter, wenn wir nicht so einen Flaschenzug. Wie ich das noch, warte mal, mal langsam, wir müssen mal überlegen, wie ich das so baue. Weil aufgrund der. Das sind gar nicht selber schon. Oh. Hochholen. Jetzt ist nämlich schon wieder der Spalte, ne? Oh, das geht jetzt drum, oder? Ja gut, damit kann ich ja mal leben. Mal noch zu. Aber das hier, ich krieg ja keine schrägen runter. Also ich zumindest nicht. Das nochmal abreißen und nochmal neu setzen. Ja, dann müssen wir die Baumstämme halt gleich drauf packen. So, nee, warte mal. Unterstützen. Weil wenn wir die Baumstämme nämlich auch liegen lassen, sammeln sie alle unter Kelvin ein. Kriegst du einen nicht raus? Hier in der Mitte geht's. Also in der Mitte kannst du dich regeln setzen. Aber nicht von außen. Ja, toll, das war jetzt so nicht gedacht. Die schräge Ofen.
Brauch mich mal was leicht. Das ist gut, Rad. Oh ja. Okay. Gellen. Kriegst du ja nicht platziert dann. Nee, hey, das ist unfair. Ja. Ich vermute nämlich, ich habe auch so noch so einen Bug vor mir. Kriege, weil ich muss in die Decke hier noch die Löcher reinhauen. In meine Baumstämme. Machen. Ich, wie willst du da was anderes machen? Wenn ich jetzt hier eh nur drauf stelle, würde es auch nicht gehen. Dass man sagt, man trickst das Spiel aus. Warte mal, ich hab da eine Idee. Du? Bäh. Ja, es geht ja trotzdem nicht. Ist ja alles drunter. Ist ja nicht so das. Oder warte mal, liegt das an dem? Warte mal, ich teste mal. Denk zwar nicht, dass das irgendwas ausmacht. Ich kann den immer noch nicht rausnehmen. Also, irgendwas ist da, was. Ah, was da blockiert. Nee, da schon nochmal. Machen wir das auch, du. Ne, da bleibt der Haufen Holz übrig. Weil hier unten ist ja auch kein Stützbalken und nichts drin. So wurde es nämlich jetzt nicht gedacht. Zum Typ. Warte mal, ich komme gleich wieder runter. Krieg den aber auch nicht raus hier unten. Wo krieg ich denn den jetzt nicht raus? Da hält doch gar nichts. Ich will doch nicht die Bretter haben. Ich denke, ja. Wenn hier so ein Stützbalken, dann könntest du den ja. Warte mal kurz. Erstmal müssen wir Ruhe bewahren. Ach, jetzt geht er raus. Ja, weil ich den drunter gestützt habe. Machen wir erstmal unsere Löcher hier wieder zu. Aber es lässt sich trotzdem nicht hier runter verbinden. Ja, nee. Heißt es?
aufs nächste Update warten. Nee. Das wird nicht springen. Ich will aber jetzt das Ganze doch nicht abreißen. Weißt du, was das für ein Arbeit ist? Weiß, aber bleibt eine andere Möglichkeit? Ja, doch. Ja. Weil dann müssten wir das ganze Holz. Ist denn weg, jo. Ja, weg nicht, weil wir es einlochen. Die Bretter sind bis weg. Ich schmeiß runter und du stapelst ein, oder was? Ja. Dann muss ich ja von oben nach unten abreißen. Ja. Müssen wir es doch nochmal drehen. Ja. Die Kling kriege ich nicht eingelagert. Wo bist du? Da. Na, hier. Weiß. Schätzchen. Ach süße, die gehen automatisch rein. Ja, wenn ich treffe. Wobei, kann aber auch reichen. Kevin, geh weg wieder. Hier fallen Bäume. Am besten ist, du schmeißt die Bosse den kleinen Stämme in den Fluss, da sofort schwimmen. Ja. Vorsicht! Oh, das sind meine Räume! Jetzt habe ich einen Kopfschaden, ja. Ist schade, das Ganze doch abzureißen. Kelvin sammelt auch noch fleißig Baumstämme, das ist jetzt überhaupt nicht produktiv. Ne, warte mal, kann ich den auch endlich wegen dir? Kelvin, komm nach Hause! Ach, Pause. Doch, kann ich ihn befehlen. Mhm. Ja, danke. Bei unser Stammlocher reicht da hinten und vorne. Okay. Also, da muss ich wieder eine Stütze reinbauen. Oder wir hätten noch nicht anfangen sollen, das Dach schon zu decken. Wir hätten erst den Dachstuhl. Ja, es ging ja vorher schon, ne? Achso, naja, dann hätte ich erst. Ja, ja. Jetzt brauchen wir wieder neue Holzlager oder was? Ja. Mit dem Baum mal welche Gast dann Kevin, Kelvin die Stecke sammeln lassen. Bauen. Ja, ja, ja. Bauen lassen. Ja.
Gut. Komm mal kurz rauf. Wir machen ja eine Dachterrasse zum Sitzen. Die könnten wir ja hier rausziehen. Dann ein Seil ran, dass man hier rein raus kann. Ohne die Tür aufzumachen. Stimmt, das kann man machen. Weil das steht ja oben so das halbe Dach mit einer schönen Dachterrasse. So, dann machen wir das. Ich weiß doch nicht, wie wir den Giebel zukriegen, aber. Nichts. Wir sollten das jetzt genau planen, weil das Dach abreißen wird schwierig. Also können wir schon, aber weißt du. Wenn wir das ganze Dach abreißen, ist die Arbeit nicht. Ist was. Hast nicht so die Lust selbst danach, das Dach komplett abzureißen. Verstehe dich. Ich wollte nicht gerade eine Lösung, wie wir es noch machen können. Beste. Guck mal, kann ich noch das Dach machen? Ich weiß, das ist auch in Arbeit, aber. Mit kleiner kriegen wir das da, aber deswegen kriegen wir ja trotzdem hier vorne die Schräge nicht zusammen. Wenn sich das hier nicht verbindet. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn mir. Das ging nämlich. Premium mit zwei lange Baumstämme. Warte. So. Schätzchen. Oh, sorry. Oh, war besser. Ich will was testen. Zum Glück haben wir Haufen solche kleinen Baumstämme. Ne? Richtig. Wie viele sind ja gar nicht mehr? Die meisten sind ins Wasser geschmissen. Ja. Ich habe auch keine Anwendung gearbeitet. Ja, ja. Das wird zwar jetzt so nicht funktionieren, wie man das denkt. Mal sehen. Da müsste ich wahrscheinlich doch das Ganze doch hochheben. Dass man das. Aha. Ja. Ja, warte mal. Du könntest aber die Bretter mal kurz wegnehmen, die ich da hinschmeiße. Ja. Oh. Ich kann bloß. Hier nehmen, ja, ja. Ich will sie ja gleich wieder verarbeiten. So ist das ja nicht. So, das weg. Weg. Einfach mal gucken, wie das aussieht. Ja. Warum kann ich den jetzt nicht wegnehmen? Warte, ich muss gucken. Ja, warte. Ist bestimmt noch ein Brett in dich. Ja. Was ist, wenn wir so bauen? Ja, wie gesagt, also ich. Und dann halt unten im Baumstamm rein als Abschluss. Oh.
Aber was haben sie da gemacht? Das bleibt dann jetzt nicht aus. Aber das geht schon. Wollen wir ja bis hinten die Bretter runternehmen? Und dann haben wir auf immer so viele Bretter übrig. Was so, unten? Die Frage ist bloß, wenn wir jetzt die Bretter schon hier hin haben, ob wir dann die Baumstämme drunter kriegen. So, warte mal, ich weiß, die Bretter könnten wir erstmal hier rein machen. Da kommen sie alle weg bis zum nächsten Mal. Wenn wir. Hast du jetzt einen ganzen Baumstamm in der Hand, oder? Ja, so will man es sehen. Ja. Von unten sieht man es sicherlich nicht. Nö. Doch. War ja nur eine Idee. Ja. Wenn zwei Baumstämme den gefallen wird, sind sie nicht tun. Auch schon hier. Ja. Hä? Na nü? Ich weiß nicht. Also ich kann mit dem Schlitz leben. Aber das bringt ja auch hinten das wieder alles durcheinander. Ich tue mal hochkommen, wenn ich das Dach nochmal komplett. Halt, gib mir mal deine Baumstämme. Bitte. Du hast die, glaube ich, gerade irgendwo verbaut. Ja, die Treppe hier. Ich wollte ja bloß gucken, ob sich das dann hier auch verschließen lässt. Nee, das sieht dann, das sieht doof aus. Den Mod anmachen. Ups. Mach mal den hier in der. Ach ja, hast du mir ja schon ein Brett. Da steckt hier doch Kelvin. Da könnt ihr mal was tun für sein Geld. Uch. Das K.U. Oh, der arme Junge. Ich hab ihn aus Versehen im Baumstamm vor der Rübe gehalten. Hula. Dämme. Behälter. Und das da. Würde ja gehen, aber wir müssen mal mit dem Sheet bearbeiten. Und zwar, warum kommt hier so ein Schlitz, ey? Das ist frei. Ist da irgendwas geboren? So. Jetzt durfte ich auch keinen Schlitz mehr sehen. Wir werden das hier oben noch mal ein bisschen an. Das Dach runternehmen. Nicht so hoch bauen. Klar. Hochbauen muss sein. Weil es gut aussieht. Ah, nee, ist ja richtig. Guck, und jetzt ist er dein Schlitz hier unten zu. Ja.
Lass mal mit den Sheets mal arbeiten, dass wir hier das zukriegen. Jetzt ist sie ja zu. Hier ist so das Loch. Dreieck. Bin ich komplett zu. Aber doch mal. Ich meine, ich habe viele bauen sind, viele schönes Zeug bauen sind ohne Cheat. Warum lässt er sich nicht da drauflegen? Das ist ja. Also, das ist ein mittlerer. Das ist ein mittlerer. Ne, es ist ein halber. Nein, wollte ich gerade sagen, das ist ein halber. Hier. Warte. Das ist der Weg-Tour. Ja, so kann ich nochmal nicht. Nicht, ist nicht dafür gedacht. Nee. Doch, unser oh. Mit denen sind alle gut. Setzen wir uns reicht. So ist das ganze Dach rum oben. Ne? Ja. Gehen die ganzen Bretter flöten. Ja. Weißt du, wie viele Baumstämme das waren? Ich weiß. Wollen wir einen Spitze ins Flache nennen? Schräg doch. Also, solange wir hier die Verbindung nicht kriegen, geht es nicht. Dann haben wir das doch nur 30 Mal umgedreht. Richtig. Stimmt allerdings. Eine ideale Lösung. Ui. Das ist eine Lösung, ja. So wird man sie das letzte Mal bauen. Ja. Das ist... Ging aber dann wieder irgendwie nicht auf, glaube ich. Richtig. Nicht das an die Fläche. Ja, dass die Fläche größer sein müsste. Ja, wie groß willst du den noch machen? Ist sicher nicht. Vor allen Dingen an der Fläche können wir jetzt nicht mal viel ändern. Sollen wir jetzt die ganzen Bretter runter machen? Das ganze Dach. Ja, ich hab. Warte, wie viel, weißt du, wie viel? Oh. Kundschaft? Ja. Lass mich mal von beiden gucken. Könnt aber mal unser Baumstammlocher bauen. Baue. Machst du was Produktives, Kevin? Ja, ich habe den eins. Also wenn wir das Dach abreißen, reicht eh noch mit. Und auch keine zwei. Also da kannst du ruhig noch ein paar bauen. Und dann weiß man noch an, wenn er die Dinger gebaut hat, dass sie Baumstämme sammeln, ne? Ja. Ich werfe jetzt noch mal die ganzen Bretter runter, weil es führt jetzt kein Weg dran vorbei. Was wir mit den Bretter machen? Keine Ahnung. Wird aber wahrscheinlich... Die sind weg. Warte. Ja, warte mal, ich mache mal aufs Dach. Der Typ.
Ich meine, wenn die Bretter wegkommen, das kann ich ja noch verkraften. Aber die ganzen Baumstämme. Ja. Wenn dann müssen wir draußen welche bauen. Ich sei, du musst es nicht da noch mal anweisen, dass er bauen soll. Ja, ich will doch jetzt keinen Baum stemmen. Komm ja halt den eh wieder weg. Was? Die Baum schon blau aus. So viele brauchen wir nicht. War schön, wenn man die Baumstammlocher Bretter einlochen würde. Ja, das hatte ich mir auch schon heute gedacht. Ich hatte mir nämlich heute auch schon so gebaut, was. Eine Baumstammlager. So, warte mal, ich muss hier. Ich muss mal einen Kaffee. So, bis gleich. Ich nehme mal schnell auf den Backen. Die freut sich drüber. Ja. Mit so einer Dame. Oh, ich habe einen Vogel erschlagen. Oh. Bist du mal in der Arbeit? Bist du mal auf Arbeit? Nö. Habe ich Urlaub genommen. Wahrscheinlich die ganze Woche schon Urlaub. Das konnte ich mir denken. Hast du ja schon. Was soll das? Hast du ja bestimmt gesehen. Ich war ja auch mal aufs Live, Real, Real Life, an der Elbe. Aber das muss ich wieder löschen. Okay, guck mal. Und da war was zu sehen, was ich sehen wollte. So, ich gehe nochmal schnell auf den Balkon. Thank you.
So, ich mach mal schon den Kaffee. So. Jetzt. Boah, kalt. Ach ja, naja, haha. Schlucken. Wir sind sowieso denn nochmal wieder mit denen. Ja, bei allgemein müssen wir. Kelvin baut noch. Wir werden unser Lager irgendwann größer machen müssen.
Ja, drei hatte ich schon fertig gebaut. Drei Lager. Draußen die. Guten Tag. Kann ich dir was Gutes tun? Komm mal her. Kann ich mal was anziehen, genau. Läufst du nicht mal so nackig rum. So, bitteschön. Also, aber. Mal, kann ich dir noch was Gutes tun? Ey, bleib doch mal hier. Ja, nee. Da musst du warten. Also knarren können wir dir noch nicht geben, Pistolen. Das sind so viele Feinde, sind ja noch nicht aufgedacht. Nee. Wenn der muss den Kelvin sorgen, dass er Baumstämme einsammeln. Ja. Na, lass erst draußen noch die Lager fertig bauen. Kelvin. Da wird Stecke sammeln. Mhm. Oh ja, der sammelt Stücke. Jetzt mitten im Wald. Aus. So, Kelvin, komm her. Kelvin. Ja. Was ist denn jetzt hier los? Hm? Das eh noch durch die Tür. Geh jetzt wählen. Geil los. Was? Dass ich Hause abbaue? Nee, die Wolken eben so über die Eisspitzen da. Schlafen hier, mal ein bisschen Hölle machen wieder. Was ja, warte mal. Was läuft da draußen rum? Was wo? Doch da hinten. Ja, unsere Dame. Ja. So. Hm. Ja. Doch.
Komm mal. Weiterum. Schlafen. Bei Tageslicht sieht's nicht besser aus. Nee. Ich sterbe. Was? Ja. Trinken. Trinken, trinken, trinken. Dann noch ein schöner Fisch. Die sehen aber schon gelb aus. Die sind reif. Bist fertig, Kevin. Schön. Nee. Es wird noch mehr ausgefüllt. Neue Tiere drin gefüllt. Das kann sein. Müssen wir noch mal dazu überreden. Was mit Gandhi? Ah. Naja. Ja, hinter die sind auch noch leer. Ja. Wo ist er denn? So, da hätten wir den Abriss schon mal weg. Und jetzt? Oh, sie richten. Sie bringt einen Hase. Bist du den Hasen drin? Oder Grafikfehler? Das ist jetzt ein Hasen. Nein. Bringt sie jetzt ein Hase? Wie den Dreh? Ist wohl nett. Schlecht. Ach. Und mal davon. Ja. Ich soll es hochbringen. Warte mal, ich muss mal überlegen, wie ich mir das jetzt am dümmsten denke. Aber ich hatte auch die Probleme gegeben auf einer Seite, das weiß ich nämlich noch. Stimmt. Das war falsch. Falsch. Ja. Los war. Ja, aber. Warum nicht? Weißt du? Nein. Tusch. Ja, nicht. Ich jetzt hier ihn hinstelle? Ja, hast du. Ja,
Ja, kannst du auch noch mal dort probieren. Auch. Wo bist du? Der Baum ist schon wieder nachgewachsen. Wir haben da die Nacht überspringen. Ich bin da das nicht. Stehe ich nicht. Nicht immer von hier aus geht's. Geht an jeder Seite. Wenn ich den zu einsehen, wenn es einen Grund dafür gibt. Das ist ein Bug. Eine bestimmt wenig schräge. Das ist da haben wir noch keine Schräge. Also hier am Rand würde ich es ja verstehen wollen. Mal kurz immer bei unserem Kelvin erklären, was er machen soll. Ja. Folge mir. Das ist nicht unsere Bären im Garten essen, das ist mitgekommen. Komisch mit dem Dach. Irgendwas haut ja nicht hin. Ein flaches Dach sieht doof aus. Ja. Also jetzt haben wir die ganzen Baumstämme-Dinger rausgeschmissen. Super. So, sehr übersichtlich, was wir hier so gemacht haben. Ja. Das ist ja eigentlich ein Dach gedacht gewesen, wo wir drinnen stehen können. Ja. Hä? Jetzt geht's. Ja, wenn ich das Ding unten drin hab, geht's. Warte, lass mal. Noch mal zwei hochholen. Das funktioniert jetzt nicht, dann machen wir das so. Mach halt immer so einen halben Kleinen drunter setzen. Jetzt können wir es ja noch drunter setzen. Beste. Naja. Ja, den hol mal. Jo. Musst halt dann bis zwei als Abschluss hinten neu legen. Klei. Übereinander, dass es aussieht wie glatt. Also hier. Also hier in der Mitte nochmal ein. Schwer. Wie man das dann die Schräge zumachen, dann muss man sowas selber lassen. Ja. Aber. Wo ist jetzt mit den zwei? Hm? Nee. Nicht. Wie flirrt denn mein Kelvin? Na, lass doch mal flirren. Nicht der Reh? Nicht der Reh.
Kann man das denn kleben? Nee, oder? Nee, warte mal, ich werde mal was anderes probieren. Weil so können wir das ja dicht machen. Mhm. Aber wie machen wir das dann zu, die Schräge? Gute Frage. Nee, ich hab da... Dann müssen wir halt mal... Ja, ja, der schneidet das nicht ab. Ja, verdammt. Da müssen wir denn halt mal... Ja, siehst du, das habe ich mir jetzt gedacht. Halt mal mit die Aber das lassen wir uns erstmal zum Schluss machen, hier unten alles zu. Lass uns das erstmal jetzt so machen, wie es ist jetzt hier alles, weißt du? Erstmal nur das Gerüst. Lass mal das Gerüst hinstellen. Und da brauchen wir noch ein paar Sette kurze. Naja, warte, ich hack hier den hier durch. Wir müssen aber auch noch helfen, Mann. Hoffe ich. Hier ist noch einer. Also wir brauchen noch 5 kurze. Ja, warte, ich ganz kurze. Wie habe ich schon mal? Au. Die putzen sich richtig rein. Ja. So. Warum denn jetzt das Brett wieder? Brett. Ich habe gerade hier Fußboden rausgebaut. Oh, der Kelvin sammelt Holz. Bin begeistert. Man könnte ja eigentlich auch die Wegen leer machen. Tja, dass wir das denn wirklich zukriegen, müssen wir halt mit mal die Schiedis anmachen. Nicht so schlimm. Oder? Ja, so weit sind wir noch nicht. Nee. Sonst kriegen wir das nicht. Also nicht auf normalen Weg. Nee, nicht. Das Problem. Hm? Haben wir wieder das Problem mit der Treppe. Das sehe ich jetzt erstmal noch kein Problem. Noch nicht. Also wie kommt denn das Ding jetzt rein? Hä? Ging doch gerade eben noch. Das brauchst du noch. Was ist jetzt? Ich hab's rausgenommen. Leck. Oh, unser Zelt hat sich gerade verabschiedet. Was denn? Baumstamm drauf geblümt. Oh. Oh, Bruno gefallen. Warte, ich baue ein neues. Auf wieder. Kevin, was ist los? Guck deine Hand an. Pause. Ich kann mir nicht im Haus bauen. Da kann nicht drauf fallen. So, warte mal, ich nehme das Zelt mal jetzt hier weg. Zeltstrich ist das. Ach so, mhm.
Warte. Die Probleme? Ja, das ist jetzt wieder. Gucken. Erstmal müssen wir das Dach zügeln, bevor wir. Ja, ja. Das ist das Dach komplett. Ist das mal aufgefallen, ist das schon lange kann die Balle drüber. Sei doch froh, haben wir Ruhe, können wir bauen. Ist aber langweilig. Oh, langweilig ist das ganz schön. Das meinte ich. Ja, Nase, das hat... Die Dachschräge ist. Oh. Das, hat das ist mal nämlich auch Kreuze. Und das wird. Na, warte mal. Das wird nicht gehen. Wollen wir die Treppe versetzen? Gib mir mal kurz deinen Baumstamm. Warte, ich setze den hier hin, sonst. Okay. Das würde ich ja nicht das Problem sehen, die Treppe. Versetzen. Ich sehe das jetzt auch nicht das Problem, dass wir hier nicht durchkommen sollen. Die Treppe versetzen, dann müsstest du eins weiter hin setzen. Naja. Aber. Sehe ich wieder das andere Problem. Das Licht passt. Mhm. Korrekt. Wir sind keine guten Architekten. Geht ja lange Weile. Aber bleibt der Dachboden zu. So. Bleibt der Dachboden. Kelvin sammelt Holz. Ist jetzt die Frage, wie? Na. Weil hier kommst du so oder so nicht durch. Nee. Selbst wenn du das. Wenn du die hier rausnimmst. Wir probieren es mal aus. Warte. Was? Na, die Treppe jetzt mal weg. Und dann? Das wird hier mit der Zeit. Ja, genau. Ups, sorry. Setz mal hier so ein. Wir kommen ja hier hoch auf den Dach, wa? Nee. Auch wenn du so einen Baumstamm an den Schräge setzt. Ja, ja. Ich komm wieder hin. Wie ist das los? Das funktioniert ja. Siehst du, die kann ich nicht entfernen. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Also ich sehe alles. Baumstamm. Da hätten wir die Treppe auch noch drehen müssen. Mm. Ach, das kann drehen, kannst du aber jetzt auch nicht mehr, oder? Das werde ich gleich sehen. Ein Baum. Warte mal, weißt du, wie ich mir hinzu? Die kannst du ja gar noch rausnehmen, warum denn das? Ja, na, weil die Stütz oben das Dach schon die drauf sind. Das habe ich jetzt noch rein. Wenn wir die nochmal lösen. Glaube ich nicht, dass du die dann rauskriegst. Ist sie hochgekommen? Gar nicht. Warte, Baumstamm. Bei oben, die brauchst du, das wird nichts zu sagen haben, weil die hängen ja komplett fest. Ja. Die Treppe müsste zu hoch gehen. Warte.
zu hier. Guck. Ich bin jetzt hier oben, warte mal. Wenn wir die beiden jetzt nochmal wegnehmen. Und dann kannst du aber davon ausgehen, dass wir dann die Dachkonstruktion hier wieder nicht drauf kriegen. Doch. Ich hab da eine Idee. So, und jetzt gucken wir auch mal, ob wir den schrägen hier unten überhaupt rauskriegen oder ob das jetzt alles für umsonst ist. Ja, kriegen wir nämlich nicht raus. Manu? Ja. Das Bett will ich nicht haben. Den kann ich rausnehmen. Ja, das war mir klar, dass du den rausnehmen konntest. Wenn wir die Treppe. Hier kommt die hoch. Wenn wir die Treppe hier hoch machen. Ja. Und das hier halt lassen als was weiß ich, Fachwerk. Ja. Das würde gehen. Dann. Machen wir hier erstmal das Dach zu. Warum das Dach? Wenn es die Luke. Das Dach können wir nicht zumachen. Das ist von dem. Die mit der Stand einfach hier. Aber jetzt ist die Krimo kein Schrägen rein. Aha. Welches Höhen hier nicht mach? Das geht natürlich nicht. Ja, das war mal klar. Welcher? Laser nie. Eigentlich soll da hier rein. Ach nein. Ne, wo auch nicht, da stand so da. Also wie wir das jetzt gestalten, das ist eine gute Frage. Dahinter. Zuck den. Nicht zu klein ist unser Haus nicht, das glaube ich nicht. Und wenn wir, jetzt hier das zumachen und ja oben gar nicht mehr hochgehen, dass wir bis 10 Etagen haben, reicht ja eigentlich. Brauchen ja eigentlich keine dritte Etage. Richtig. So, dann machen wir das oben hier zu komplett. Du kannst ja zupflastern, hast ja genug Bretter. So. Wird aber wahrscheinlich wieder nicht gehen bei dir. Doch. Ich. Nee, das machen wir. Jetzt müsste es aber gehen. Zeig mir die Treppe an. Treppe. Nein. Menü? Tja, Menü haben wir uns vorgelegt. Ja, sagen. Das könnte man doch umstellen. Ja, das könnte man umstellen. Aber geht ja jetzt nicht mehr. Hier ist ein Balken drin, da ist ein Balken drin. Also müsste normalerweise eine Verbindung müsste da sein. Richtig. Dave 9, Walter, speichern noch mal drüber schlafen. Ja, das würde ich auch sagen. Und sonst müssen wir das Haus anbauen. Und ob das leichter ist, bin ich mir nicht so sicher. Ach, da hilft nur eins. Bauaufpreis nieder. Sagt er. Immer wieder. Das ganze Haus kann man nicht abreißen. Nein. Da können wir schon. Aber. Könnte man schon, ja. Aber in irgendeine Richtung muss man anbauen. Nach vorne ist wahrscheinlich eher schwierig. Aber nach hinten ist ja genug Luft.
dass wir hier hinten noch zwei rein. Naja. Außen nicht wegschmeißen, die sind das nächste Mal weg. Müsste man aber halt. Wahrscheinlich. Wieso? Wieso? Weil in der Mitte gehen ja Balken fest. Darum geht das nicht raus. Ja. Darum geht er nicht raus. So, kannst du hier kannst du schon mal Bohrbretter reinbauen. Aber mit Sicherheit nicht toll. Nö, auch nicht toll. Das macht ja auch so einen Spaß. Tja. Ich glaube, wir müssen nochmal zur Architektenschule. Nächste. Ey. Also, man kriegt das Haus zwar jetzt ewig gut. Das war alles andere als geplant. Kannst du auch rausgehen. Das Haus größer machen unser Problem behebt, ja? Das glaube ich ja nicht. Das weiß ich noch nicht so richtig. Aber wo kommen wir mit unserer Treppe hin? Ja. Ich weiß ja, wenn ich wagte den Wind nicht. Ja, kaum noch Bretter. Ja. Hallo. Was denn? Vogel. Ich find's lustig. Ich nicht. Ich aber auch nicht, war ich ganz ehrlich bei. Und mich auf dem grünen Zweig. Und eigentlich wurde es alle gedacht, das Haus größer zu machen. Nee. Überhaupt nicht. Arme Junge, der muss so viel arbeiten hier, um größer anzuschaffen.
so, wir haben ja alles so gemacht. Ja, jetzt macht er auch schon mal Pause. Ja, lass mich. Hallo? Im Bett? Oh, Mensch. Reicht. Ach, wo noch ein Bett? Wie kriegen wir ja nicht raus? Na, erstmal. Ja, könnte man. Was? Wenn wir da jetzt hier so eine Stütze drunter stellen, dann könnten wir die rauskriegen. Oh, wir haben krass. Du hast aber keine Stütze drunter gestellt. Hm? Das ist weg. Schwungstür. Bist du da? Zuschnurren. Und dann? Na ja, dann haben wir auch mal von ihm. Das ist ja den Kelvin und unsere Dame hier jedes Mal rein, rauslaufen, ja, siehst du? Ja, das mit dem Sohn noch patchen, ey. Das ist ja jedes Mal. Nicht den Dach da. Wenn wir die rauskloppen? Was ist das Haus für denn? Quatsch. Bei Schrägen hier. Jetzt haben wir unten angefangen mit der Weiter. Dann brauchen wir jetzt da oben eigentlich erst mal eine Streusklappe. Ist der? Ja, ja, stimmt. Nach hinten setzen? Ja, nee, ja, 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 ja. Ja, ja. Alles gut, Chef. Alles gut. Wo ich jetzt immer speichern jetzt? So? Ja, und machen Feierabend. Ja, ich verliere mich langsam die Konzentration. Richtig, gebe ich dir ja auch recht. Vielleicht fällt mir da auch was ein, als Lösung. Ja. Na, unten anbauen können wir ja, das ist ja nicht so. Nö. Speichern. Oh, warte mal, lass uns die Türen zu. Ja, da ist draußen was auflassen. So, ja, ne, stimmt das. So, liebe Leute, das war's. Doch. Damals dann. Tschüss. Will ja hören, ich kann's auch. Was? So, dann kommen wir Samstag wieder. Genau, Samstag sind wir wieder da.